Jo, herzlich willkommen. Heute Greenbeats Livestream Folge 5 der Staffel 2, die vorletzte Folge in dieser Staffel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Kollege, der mit mir durchs Programm führt, sagt euch gleich, was wir heute vorhaben. In seiner Freizeit kümmert er sich um die Aufzucht selbstklebender Fleischwölfe. Hier ist für euch Lukas Reis. Moin Tim. Ja, genau, das tue ich viel und ich mache auch sonst nichts anderes. Ja, ich bin heute mal wieder für euch mit am Start und ja, ich weiß auch nicht so ganz, was ich machen soll, nachdem Franzi letzte Woche regelmäßig die Vögel abgeschossen hat und wir reihenweise unterm Drumset lagen. Genau, wir haben heute einiges Spannendes für euch, aber vor allem viele Greenbeats-Klassiker, die wir für euch wieder auspacken bzw. wieder aufgefrischt haben. Und wir starten auch gleich mit einem davon, wenn der Umbau oder das Wechsel-dich-Greenbeats-Spiel beendet ist. Genau, ansonsten ist das unser vorletzter Stream tatsächlich. Deswegen stellt nochmal fleißig eure Fragen, wenn ihr welche habt. Die kann Mary nachher im Q&A für euch beantworten. So, ich gucke einmal hinter mich und schau mal, ob es da weitergegangen ist. Ja. Ja, es sieht gut aus. Wir haben den Umbau hier geschafft. Wir sind am Start. Machst du dich auch startklar? Das mache ich. Tim, was spielen wir als nächstes? Wir spielen einen Klassiker aus der Greenbeats-Geschichte, schon lange dabei. Er heißt Uptime, weil er ein Uptime ist. Aber er hat einen neuen Teil in der Mitte bekommen. Den kennt ihr vielleicht auch schon. Ihr könnt ja mal drauf achten. Guck mal, ob er schön da ist. Da ist er. Ich würde sagen, unser Bums-Fideler Berthold an seiner Bretterbude zählt uns das Ding jetzt ein. We'll be right back.
zwar Uptime, der ein Uptime ist. Richtig? Genau. Unser nächstes Stück ist auch ein Greenbeats-Klassiker. Wir haben den Namen schon häufiger erklärt. Wer sich's gemerkt hat, kann es gerne mal in die Kommentare posten. Die Abkürzung ist INI und es groovt auf jeden Fall sehr. Viel Spaß damit. Oder auch Englishman in New York kind of thing, whatever. Alright, wir spielen wieder das altbekannte Greenbeats-Wechsel-Dich-Spiel, was für mich heißt, ich erinnere euch daran, eure Fragen zu stellen, weil es ist nicht mehr allzu lang bis zum Q&A. Da kam irgendwas angesprungen. War nichts angesprungen. So, der nächste Hit, den wir für euch in der Pipe... der Pipeline haben, ist auch ein El Clasico von Greenbeats. Und da gibt es auch eine spannende Story. Und zwar hat eine Version des Baker Grooves, und zwar von unserer lieben Anki, neulich die 100.000er-Marke knackt. Ist das richtig, Tim? Bin ich richtig informiert? Ja, neulich ist ganz konkret Freitag gewesen, also vor 4 Tagen ist es passiert. Sie hat sich, glaube ich, gefreut, fand es spannend. Ich habe mich auch gefreut. Ja.
Torten wurden ausgetauscht und ähnliches, ne? Ja, ihr könnt euch das angucken, gebt einfach Baker Groove und Anki ein oder Baker Groove oder und meinen Namen oder was auch immer. Könnt ihr bei YouTube gucken, da seht ihr 7-mal Anki. Passiert immer mal. Ja, also wer es versteht, sieht 7-mal Anki, wenn ihr die Kommentare lest. Da sehen auch manche Leute ganz andere Dinge, das ist auch manchmal sehr interessant. Schaut es euch an. Und wir spielen es jetzt auch für euch, das Stück Baker Groove. Ja, ich lege mein Mikrofon beiseite. Damit kann man keine Musik machen. Ja, ich glaube, wir haben es tatsächlich erst, haben es überhaupt schon im Stream gespielt? Vielleicht in der letzten Staffel? Ich weiß nicht. Also diesmal auf jeden Fall noch nicht. Und wir spielen es auch in der ganz reinen Version von früher, ohne Schnickschnack dazwischen, was wir da jetzt alles eingebaut haben. Wir spielen ihn mal, wie er früher war, der gute alte Knochen. Die Frage ist eher, wie oft habe ich ihn denn gespielt? Nicht, wie oft haben wir ihn im Stream gespielt? Aber das verraten wir hier nicht. Das kann man raten. So, ich würde sagen, der Christopher vorne, der ist schon ganz aufgeregt und der zählt uns den jetzt mal ein. Baker Groove mit kleiner Tempo-Variation zwischendrin, habt ihr gemerkt. Kann nicht alles bleiben wie früher, ne? So. Was kommt jetzt? Es kommt noch ein Klassiker. Unser schöner Crossover, Makeover aus einer schönen Samba und dem schönen Bo Diddley Shuffle. Richtig, Lukas wirft gerade ein, die Schildkröte wurde auch verarbeitet. Das ist ja, das wisst ihr vielleicht, ein Titel, der auch aus dem Bereich Meeresgrund kommt. Das ist ja ein bekannter Zyklus meiner Stücke.
Ja, so. Sind wir startklar? Das ist ja doll. Da würde ich sagen, legen wir direkt los. Zähle ich das ein? Ja, offensichtlich. Alles klar, ho. Geht los. Boris Batucada aus der Reihe Schildkröten am Abgrund. So, die Marion macht sich startklar, um eure Fragen zu beantworten. In der Zeit bauen wir nochmal wieder ein bisschen um. Denn danach gibt es die versprochenen Einblicke in die Probenarbeit. Wir haben noch fast eine halbe Stunde gleich, um euch Noten zu zeigen, Ausschnitte zu zeigen und wie wir daran arbeiten. Wir haben heute wieder was rausgesucht, so wie beim letzten Mal, was wir tatsächlich auch noch nicht so richtig können. Also wir müssen alle noch Noten haben und versuchen mal so ein paar Ausschnitte zusammen zu basteln. Genau, Tim wird euch da ein bisschen durchführen. Ich glaube, das hat da ganz gut geklappt beim letzten Mal. Und jetzt gucken wir mal rüber zu Mary so langsam. Bist du schon bereit? Yes, yes, yes. Ja, bin bereit. Kurz durchatmen. Genau, wir haben ein paar Fragen. Ich habe hier das Handy auch am Start. Und genau, da ist die erste Frage von der Irmgard. Und die Irmgard fragt, warum seid ihr heute so wenig? Ja, warum sind wir heute so wenig? Selbst in diesen Pandemietagen gibt es auch noch andere kleine Krankheiten. Und der eine oder die andere hat sich da leider ein bisschen angesteckt und liegt krank zu Hause. An dieser Stelle gehen ganz herzliche Grüße zu euch daheim. Der eine oder die andere lässt sich vielleicht auch impfen und so, ne? Und dann wisst ihr ja selber, muss man die Arme schonen. Da ist ja Schlagzeugspielen eher nicht so das Beste, was man machen kann. Genau, deswegen, da gehen ganz herzliche Grüße dahin zu euch daheim, wo ihr uns hoffentlich gerade auch zuschaut. Und wir hoffen, dass es euch ganz schnell ganz, ganz viel besser geht. Genau, deshalb sind wir heute Abend hier nur zu fünft anzutreffen. Genau, ich schaue nochmal. Ja, noch ein paar Fragen. Dann
Wie alt seid ihr alle und wie lange macht ihr das schon? Da gibt es so ein paar Unterschiede. Also ich zum Beispiel bin selbstverständlich 30, ne? Habt ihr verstanden? Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen sind alle so zwischen 22 und ich weiß nicht genau, habe ich vergessen. Also wir sind auf jeden Fall total bunt gemixt vom Alter her sowieso und auch so, was wir sonst machen. Die Frage hatten wir ja letzte Woche auch schon. Genau, und unterschiedlich machen wir das auch lang. Na, ich zum Beispiel mache das jetzt, dieses Jahr sind es dann schon 11 Jahre. Insgesamt gibt es Greenbeats 15 Jahre dieses Jahr. Ich mische mich mal aus dem Off ins Gespräch ein. Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber hören, wenn ihr euch wirklich interessiert, was die einzelnen Musiker so machen, könnt ihr in der ersten Stream-Staffel einfach mal schauen. Da ist über jeden Musiker ein Feature dabei. Und da Every Musiker ist sehr beschrieben, you know. Genau, und für die Stalker unter euch, könnt ihr schon ein bisschen Infos ziehen und dann tiefer einzusteigen. So, ich übergebe wieder an. Ja, danke schön, Tim, für diese Information. Das ist tatsächlich total wichtig, total guter Hinweis. Schaut euch die Streams mal an. Wir haben auch beim ersten Stream, wir sind ja jetzt schon im zweiten, keine Kosten und Mühen gescheut, euch da eine tolle Zeit daheim zu machen. Und genau, guckt da bitte rein, genießt das, macht euch schöne Abende mit unseren Streams. So, jetzt schauen wir nochmal. Was haben wir da noch? Ja, spielt ihr nochmal die Suite? Ah, da sind aufmerksame Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause. Ja, wir werden die Suite auf jeden Fall nochmal spielen, beziehungsweise euch vielleicht nochmal einen kleinen Einblick in unsere Arbeit auch geben. Ne? Also wir werden da nochmal ein paar kleine Ausschnitte präsentieren. Wir wollen euch aber auch nicht zu viel verraten, denn die Suite ist natürlich noch im Werden. Und wird dann ja bei unseren Gigs, bei unseren großen Orchester-Gigs, dann die Uraufführung erfahren. Und wir sind alle schon sehr, sehr aufgeregt. Wir freuen uns tierisch auf die neuen Teile, die noch entstehen werden, Und da werden wir auf jeden Fall euch teilhaben lassen und euch auf dem Laufenden lassen, auch was die Suite anbetrifft. Nächste Woche machen wir das Ganze natürlich. Richtig, nächste Woche stimmt. Weil nächste Woche ist schon leider unser letzter Stream, aber da passt nämlich die nächste Frage ganz gut zu Tim. Und zwar machen wir auch eine dritte Staffel Stream. Der Stream macht natürlich Bock, keine Frage. Und wir würden auch gerne eine machen, aber wenn es möglich ist, und so sieht es im Moment aus, spielen wir natürlich lieber live mit echtem Publikum. Und sollte das wirklich so sein, dass wir im Sommer wieder loslegen können, dann machen wir nicht weiter mit dem Stream. Wenn das so ist, na, es geht nochmal wieder abwärts irgendwie, dann setzen wir den Stream fort und machen eine dritte Staffel. Aber wir hoffen eigentlich drauf, dass wir euch live wieder treffen. Erste Gelegenheit ist am 1.8. in Norderstedt, glaube ich. Dann in Jever und dann am 5.9. zwei große Konzerte mit uns bei Münster, zwischen Münster und Warendorf, Everswinkel, kulturwiesen.de, könnt ihr gucken und Karten kaufen. Und dann fällt mir nur ein, der 21.11. in der Stadthalle, da gibt es allerdings noch keinen Vorverkauf, aber wenn ihr auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, kriegt ihr mit, wenn der startet, und dann könnt ihr euch die besten Tickets kaufen für das Konzert mit dem großen Orchester unter der Leitung von Christopher Wasmuth. Ja, da freuen wir uns alle schon tierisch drauf. Also ich jedenfalls bin sehr aufgeregt und habe da richtig Lust drauf, weil wir das ja schon mal gemacht haben vor ein paar Jahren. Und damals hat es schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat sehr viel Anklang gefunden. Und deswegen, das wird eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich schaue nochmal eben auf Facebook. Ja, wir sollen nicht so viel reden. Hier steht Bubblenet und hau rein. Na, an wen das vielleicht gehen könnte, ich weiß ja nicht. Und dann tatsächlich, we say a nice hello, a warm hello to California, because Mike Lewis is watching from California. Hello! Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass wir wirklich so weltweit hier verfolgt werden. Genau, dann eine letzte Frage, weil wir haben ja schon gehört, wir sollen nicht so viel reden, wir sollen spielen. Tim, auch nochmal so eine ganz obligatorische Frage tatsächlich. Wie viele Trommelstöcke und Felle verbrauchen wir denn so im Jahr? Oh, also dieses Jahr natürlich wenig, letztes Jahr auch. Ich glaube, also letztes Jahr kurz bevor die Corona-Pause losgeht, habe ich so unseren Jahresbedarf Felle eingekauft. Und ich glaube, das waren so 300, 400 Felle,
die wir durchhauen. Aber es sind ja auch um die 200 Trommeln unterwegs. Wenn man bedenkt, dass die eine oder andere Trommel auch zwei Fälle hat. Manche halten natürlich länger, manche gehen öfter kaputt. Aber das ist schon eine ganze Menge irgendwie. Und die meisten wechselt man ja auch nicht, wenn sie kaputt sind, sondern wenn sie nicht mehr so richtig gut klingen. Ja, und Sticks, schwer zu sagen. Kaufe ich immer so einen Karton. Bisschen anderen Kram. Wie sind das? 600, 1000 Paare im Jahr oder so. Irgendwie sowas um den Dreh normalerweise. Geht tatsächlich durch. Ja. Ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden, seit Sina weg ist. Sina, liebe Grüße. Ich habe noch eine YouTube-Frage gelesen. Oh, yes. Erstmal hat uns der Janis darauf hingewiesen, dass wir Baker zweimal in der letzten Staffel gespielt haben. Vielen Dank dafür. Wir wussten es selber nicht mehr so genau. Wow. Und er hat auch gleichzeitig eine Frage gestellt, wenn das Drumset, was jetzt im Case durch die Gegend gefahren werden kann, unterwegs ist, dann ist tatsächlich das Doppel-Bass-Drumset mit den zwei Augen dafür raus. Genau. Aber dafür gibt es andere neue Sachen, aber die verraten wir noch nicht. Ich glaube, der Lukas möchte was sagen. Genau. Richtig? Der Lukas möchte was sagen, nämlich dass es jetzt gleich weitergeht. Ach, okay. Das würde ich jetzt sagen. Oder was wollte, von was bist du ein Aussehen, dass ich sagen möchte? Ich weiß gar nicht, aber du hast recht. Wir müssen mal in eine Pöppel kommen hier. Wir haben nämlich noch ein Special für euch. Ich komme da auch mal wieder rüber. Das ist das Greenbeats Proben Live Special. Also, wenn es noch Fragen gibt, dann haut die nochmal per E-Mail raus oder nächste Woche noch schnell in die Kommentare. Denn nächste Woche letzte Chance auf Antworten. So. So ist es. Genau. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Vielen Dank, Marion, für dein super Q&A. Mit Grüßen in die ganze Welt. Genau. Und zwar werden wir jetzt ein Stück präsentieren, was da heißt El Vande Grande. Und Tim wird euch so ein bisschen durch die verschiedenen Parts führen. Wir werden so ein bisschen die einzelnen Stimmen mal vorführen, anders als letztes Mal, wo wir quasi immer abschnittmäßig, jawohl, mit allen Instrumenten durchs Stück geführt haben. Und jetzt gibt es quasi auch mal Instrument für Instrument zu hören, was da so aufeinander liegt, um diesen Greenbeats-Sound zu kreieren. Tim, womit starten wir denn? Ja, ich würde jetzt mal sagen, um so ein bisschen die Spannung zu nehmen, warum hier die ganzen Toms an der Wand rumstehen, spielen doch erstmal einen Ausschnitt tatsächlich zusammen und dann zerpflücken wir es mal. Was nehmen wir uns denn mal raus? Ich würde sagen, wir nehmen uns die Stelle ab 41. Takt 41 spielen wir mal. Das, falls der Sascha schon die Noten zeigen will, ist auf der Seite 4. Der Teil heißt Both Sides. Vielleicht erkennt ihr, warum der so heißt. Wir spielen mal ab 41 so bis... Bis auf Weiteres. Ich sag einfach Bescheid erstmal. Ja, vielleicht noch eine kleine Erklärung für die Leute, die nicht des Partiturenlesens mächtig sind. Also jedes Instrument wird quasi in einer Zeile der Partitur von links nach rechts gelesen. Ne, und hat natürlich seine Eigenheiten, was die Notation angeht. Zum Beispiel beim Schlagzeug gibt es sowas wie Xe, die da die Hi-Hats sind und solche Sachen. Also da könnt ihr mal genau drauf achten. Wenn euch ein Instrument interessiert, dann schaut ihr ganz links an der Zeile, wie es heißt, und dann könnt ihr verfolgen, was da so abgeht. Das wollte ich nur mal hinzufügen. Guter Hinweis. Der Chris in der Mitte sitzt am Schlagzeug. Der Lukas steht an der Bassdrum, BD abgekürzt. Ich stehe im AUX. Und die beiden Damen haben, glaube ich, die oberste Stimme. Ich weiß nicht, was da steht. Toms wahrscheinlich oder sowas. Oder Wand. Wir legen mal los. Takt 41. Okay. Steigen offensichtlich hier schon aus. Ja, ihr habt schon gesehen, so klingt das, wenn wir spontan Dinge spielen. Bock. Also das Einzige, was wir vorhin gemacht haben, ist natürlich einmal da durchzugucken. Man muss sagen, dass Franzi gerade von der Fortbildung frisch zu uns gekommen ist und wir das tatsächlich jetzt auch so das erste Mal zusammen spielen. Irgendwie. Okay, jetzt habt ihr schon mal eine Idee, warum da die ganzen Toms stehen. Die machen
verschiedene Töne auch natürlich, also sind alle unterschiedlich gestimmt. Vielleicht kann die Marion mal so die Reihe entlang spielen, ganz links angefangen. Genau. Genau, wenn du nimmst aber die zweite Reihe, da hört man dann die Töne. Ja. Genau, oben drüber ist einfach so ein fettes Tom für die fetten Akzente irgendwie. Jo, sollen wir mal, willst du was sagen, Lukas? Du siehst immer so aus, als wenn dir was auf der Zunge brennt. Ach so, ich lausche hier aufmerksam und versuche noch was zu lernen. Ach so. Ja, so. Bevor wir das Ding, also wie auch bei der Suite, machen wir es hier auch so. Am Ende versuchen wir das mal durchzuspielen. Wir dröseln mal ein bisschen die Stimmen auf, ne, damit ihr mal hören könnt, wie überhaupt unsere Instrumente klingen. Das kann man nochmal gut sehen. So. Und dafür nehmen wir mal das Intro. Da spielen die Damen an der Tom-Wand, wir nennen das immer Tom-Wand, deswegen heißt der Titel auch El Vande Grande, noch gar nicht mit. Da arbeiten wir erstmal darauf hin, dass es dann irgendwann richtig mit denen losgeht. Und da haben wir erstmal eine Bassdrum-Melodie ab Takt 1 und die hören wir uns doch mal an, die ersten 8 Takte. Schöne Melodie, auf die man auch hören sollte. Wir hören uns das mal an. Yes, also, das ist so der Aufhänger da, 3 Töne. Mehr kann der Lukas nicht, aber kann das Instrument nicht, sagen wir es mal so. Aber mit denen entlockt er da dem Paukenstapel eine ganz interessante Melodik. So, das Ganze wird ein bisschen umspielt, erstmal vom Drumset, das bietet einen schönen Backbeat in der Bassdrum an. Eine Hi-Hat oben dran zu, die es so ein bisschen spannend macht. Ich würde sagen, wir hören uns mal Drumset und Schlagzeug zusammen an. Drumset und Bassdrum zusammen an. Die ersten 8 Takte. 1, 2. Okay, mit Drumset hört ihr schon, es baut sich auf am Ende, ne? Da kommt was, da bahnt sich was an irgendwie. Wir spielen es nochmal. Ich spiele mal selbst mit. Das Aux, die Aux-Stimme macht eigentlich auch nicht viel, außer so eine dezente Glocke und ein bisschen die Lücken füllen, die da noch sind. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal 8 Takte weiter. Da kommt nicht der Main Groove des Stücks, eine etwas andere, neue Melodie, die auch wieder die Bassdrum macht. Vielleicht hört ihr sie gleich schön raus. Der Lukas kloppt die da mal schön rein. Ja, Lukas fungiert heute unter dem Decknamen Fredo Torpedo an der Doppelpauke. So. Also das gleiche Ding. Und dann spielen wir noch 8 Takte Main Groove. Hinten dran ein sehr, sehr fröhlicher Groove. Ihr werdet es sehen. Okay, ich wollte noch was sagen dazu. Ich habe es vergessen wahrscheinlich. Tim, wolltest du noch was sagen? Ja. Du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen. Ja, ich habe es vergessen. Wir machen es einfach mal. Yes. Ich ergänze das dann. Wow. Ja, und man sieht schon unsere beiden Damen tanzen. Muss man irgendwie mit. Wir nehmen nochmal den Main Groove und danach wird es ein bisschen geheimnisvoll. Es geht runter mit der Dynamik und es kommt ein bisschen was Neues. Und dann steigen unsere Toms endlich ein, aber auch erst ganz dezent. Und dann baut es sich wieder auf und dann kommt eigentlich das erste Highlight. Ich würde jetzt mal sagen, wir starten mal mit unserem Main Groove. Das ist der Takt 9. Ja, richtig, in Takt 9. Dann hört er diesen etwas geheimnisvollen Teil. Wir werden ganz leise und es baut sich auf. Die Toms kommen rein. Und dann kommt der erste laute, etwas brachiale Teil, den wir alle zusammenspielen. Ab 25, glaube ich. Und danach
steigen wir dann aus. Also machen wir quasi Tag 9 bis inklusive 32, richtig? Ja, 9 bis inklusive 32. Also wir starten mit dem fröhlichen Groove. Okay. Yes. Also, jetzt kann man, glaube ich, auch ein bisschen die Idee des Stücks erkennen. Ne? Also, ihr habt, ihr seht jetzt diese ganze Wand voller Toms da stehen. Vielleicht kann Sascha die nochmal zeigen. Ich glaube, wie viele Toms sind es? 18 oder was? Ja, 18 Toms. Und die Idee ist quasi mal, das Spielgefühl so umzudrehen. Sonst seht ihr uns ja immer nur von vorne und wir die Trommeln von oben oder von vorne. Und da könnt ihr mal sehen, wie unsere Sicht ist. Deswegen mussten wir die quasi hochklappen. Und ja, der Nachteil ist, dass ihr unsere Spieler dann von hinten seht. Aber dafür seht ihr mal, wie das alles so funktioniert auf den Toms, wie man sich da überkreuzt. War, glaube ich, gerade auch schon irgendwie am Start. Ja, und man sieht halt jeden Anschlag, jede Stickbewegung. Deswegen, das war so ein bisschen die Idee dahinter, mal einfach die Toms anders hinzustellen. Quasi eine Drumcam, ne? Das, was ja alle irgendwie mal angucken wollen. Wie sieht es denn hinter den Kulissen aus? Ja, genau. Als hätten wir eine Kamera auf dem Helm. So ist es in groß fürs Publikum hingestellt. Ganz genau. Ja, und wenn ihr euch wundert, warum die jetzt gerade nur die linke Hälfte der Wand bespielen, also im Moment noch, das liegt daran, weil ihr seht schon, die Wand ist für 4 oder 6 Personen vorgesehen. Live. Falls ihr das schon gesehen habt. Wir konnten es leider noch gar nicht oft spielen. Wir haben es kurz vor Corona, glaube ich, 4 Abende gespielt oder was. Und dann war es das. Live ist diese Wand natürlich voll bestückt mit Trommlern. Nicht nur mit Toms, sondern auch mit Trommlern. Es doppeln sich halt die Effekte noch mehr. Aber ich finde, auch zu zweit sieht man gut, wie es funktioniert. Ja. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Ha, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann gucken wir noch mal in den Teil. Wir nennen ihn Jungle Groove. Das ist der Teil ab... Oder Nils hat den Jungle Groove genannt. Apropos Nils. Nils ist unser Gast. Genau das. Nächste Woche. So sieht's aus. Nils, ein alter Bekannter, der quasi bei den Studioversionen der Stücke zu sehen ist. Der wird uns nächste Woche besuchen und wahrscheinlich auch selbst die Stöcke in die Hand nehmen, aber da müssen wir noch mit ihm verhandeln. Vielleicht möchte er auch nicht. Müssen wir mal gucken. Also, wenn ihr jetzt genauer kennenlernen wollt... ist spannend auf jeden Fall. Genau, solltet ihr tun. Richtig. Schaltet ihr nächste Woche nochmal ein. Und jetzt spielen wir mal den Teil, den er benannt hat und den bauen wir auch mal Stück für Stück auf. Ich glaube, ganz die Basis des Grooves macht, glaube ich, hier auch die Bassdrum. Auch wenn es sich auf 2 Töne beschränkt irgendwie, dann würde ich sagen, hören wir uns erstmal die Bassdrum-Stimme an ab 63. Ja, und dann können wir einfach 8 Takte gleich zusammenspielen und jetzt erstmal, Lukas steigt einfach aus, wenn er meint. 1. Yo, ich glaube, die Basis habt ihr gehört. Dazu kommt jetzt ein Schlag. Wir nehmen erstmal das Drumset dazu. Das spielt so ungefähr das gleiche auf Kickdrum und Snare Drum, diese Melodik, und ergänzt erstmal eine schöne, fette Offbeat-Hi-Hat. Die macht das Ganze viel luftiger, lockerer. Los geht's. 1, 2, 1, 2. We'll be right back.
Jo, das allein klingt ja schon irgendwie cool zusammen. Auf Seite 6 sind wir. Ich weiß nicht, was Sascha gerade yes eingeblendet hat. Und da fangen wir jetzt in der mittleren Reihe sozusagen an, da wo das dreimal steht. Ja, wollen wir das Augs dazu? Oder Augs und Toms spielen eigentlich ungefähr das Gleiche. Können wir eigentlich alle gleich mal einsteigen, wa? Also, hier im Augs wird auch nur der Groove ein bisschen gefestigt. Noch eine lockere, so zwei so Läufe kommen da noch rein. Und dann jetzt vorne in den Toms oder an der Seite in den Toms das Ganze nochmal schick optisch verwurstet. Aber ich glaube mit den gleichen Akzenten, oder? Ja. Ja, machen wir das mal. Viel Spaß. One, two. Genau. Klang gut, ich konnte nicht gucken. Alles schön bei euch? Wunderbar. Ja, also vier verschiedene Stimmen habt ihr gesehen, laufen da gleichzeitig. Vorne an den Toms passiert das Gleiche und hier sind zwar sehr verwandte Stimmen, aber im Prinzip drei einzelgeführte Stimmen. Jo, wollen wir den Teil nochmal spielen? Ja, eigentlich cooles Ding, oder? Hauen wir nochmal rein. Wollen wir dann einfach mal weiterspielen? Was kommt denn danach? Ah ne, das haben wir ja quasi schon, das ist wieder Anfang. Nö, machen wir nicht. Machen wir nochmal die gleichen 8 Takte hier. Ne, komm. One. Yes. Schön, schön, schön. Ja, also ich glaube, man hat so ein bisschen mitbekriegt, wie das funktioniert, wie die Stimmen manchmal auch so ineinander greifen und teilweise das Gleiche spielen, teilweise dann doch irgendwie was anderes und zusammen klingt es dann hoffentlich immer ganz schön voll und fett. Also immer, wenn es soll, ist ja auch nicht immer der Fall. Gut, gut. Ich würde sagen, bevor wir das Ganze durchspielen. Genau. Sollten wir noch unsere Zuschauer verabschieden? Denke ich. Ja, könnten wir auch eine Mache eigentlich machen. Ja, können wir auch dann bleiben sie auch noch machen. So lange dran, das wäre ja eigentlich super. Aber wir verabschieden uns mal von uns selber und bevor wir das tun, bedanken wir uns bei denen, die dieses Stream möglich gemacht haben. Das sind die Firmen, von denen wir mit Material ausgestattet werden. Silgen, Remo, Geva Drums, Majestic und Innovative Percussion. Genau, seid ihr eingeblendet. Genau. Des Weiteren wird dieser Stream noch finanziell unterstützt von der Stadt Osnabrück im Zusammenhang mit der Bohnenkamp-Stiftung. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Leute hier, die uns helfen und unterstützen. Das ist in der Tontechnik heute Florian Spille. Vielen Dank. Der hat es heute besonders schwer, weil er hier so ein unberechenbares Mikrofon hat, wo mal getrommelt wird und mal gesprochen wird. Und ich nicht lange genug zwischendurch warte. So. Und von der Firma MR Systems ist hier, eigentlich war auch noch nie jemand anders hier in der Videoregie und gleichzeitig an der Kamera, Sascha Niebuhr. Vielen Dank. So, meine Mitmusikanten am heutigen Abend sind vier Leute, wie ich ja schon gesehen habe. Die anderen haben wir schon gegrüßt. Ganz rechts von euch zu sehen ist Franziska Albers. Daneben pink geschmückt Marion Gutzeit. Ja, den Kollegen kennen wir schon. Unser Tierliebhaber Lukas Reis. Und neben mir einer der Gründungsmitglieder dieser Kapelle, Christoph Elixmann. Super. Das ist der sogenannte Doppel-Traditional Professional Extra Professional Grip Grip. Gibt's nur hier. Ja. So. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Das heißt, wir spielen es jetzt doch nicht mehr. Doch, wir machen es noch. Wir spielen das noch einmal durch, natürlich für euch. Oder sagen wir, wir versuchen es durchzuspielen. In dieser Konstellation haben wir das noch nicht. Gucken wir mal, was geht, oder? Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Danach schalten wir direkt ab, um keine Zeit zu verlieren.
unser Titel El Vande Grande. Wo ist eigentlich die Kamera? Da. El Vande Grande. Viel Spaß damit und schon mal bis nächste Woche. One, two. Ciao, ciao.